Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute ist Donnerstag, der 4. Februar 2016. Auch der gestrige Tag war für den deutschen Aktienmarkt kein schöner Tag. Mit einem Tagesminus von ca. 1,53% lag der DAX nicht nur klar unter dem Vortagesschluss und näherte sich damit auch der wichtigen Unterstützung bei etwa 9.300 Punkten an. Der DAX schloss damit auch klar unterhalb seines Tageshochs, nachdem er sich ohnehin den ganzen Tag im Minusterrain aufgehalten hatte. Der Test der Unterstützung bei etwa 9.300 Punkten scheint also näher zu rücken. Gestern waren es im Tief schon grob 9.350 Punkte. Die Sicherheitsmarge nach unten ist also dünn geworden. Sollte die Linie nicht halten, würde sich das Chartbild auf kurze Sicht nochmal deutlich eintrüben. In der neuen Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs, also in der Ausgabe von heute, werden mögliche Zielmarken oder Zielschritte genannt für den Fall, dass die 9.300 Punkte nicht halten. Diese Möglichkeit muss meiner Meinung nach inzwischen einkalkuliert werden, angesichts der doch recht kraftlosen Erholungsbewegung und auch, wenn der DAX heute mal etwas zulegen kann. Es macht also Sinn, auch weiterhin vorsichtig zu bleiben. Verschießen Sie Ihr Pulver nicht zu früh und grundsätzlich denken Sie bitte immer wieder an das Bild von Saat und Ernte. Diese beiden Arbeitsschritte sollten Sie an der Börse nie verwechseln. Für die Saat im Sinne der Börse sind natürlich nicht besonders hohe Kurse reizvoll, sondern niedrige. Sehen Sie das Marktumfeld also auch als Chance, wobei Sie allerdings auch ein wenig Geduld mitbringen müssen. Denn manche Chancen brauchen ein wenig Zeit, um sich zu entfalten. Vielleicht noch als kleiner Nachklang zur Vorab-Einschätzung. Der Eurostoxx 50 war gestern mit minus 1,87% sogar noch schwächer als der DAX. Der amerikanische S&P 500 konnte dagegen leicht zulegen mit plus 0,49%. Ja, Amerika ist vielleicht auch gleich ein gutes Stichwort, um hier weiterzumachen. Gestern wurde vom Institute for Supply Management der ISM Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor gemeldet. Also genauer gesagt der Non-Manufacturing ISM Report on Business. Der Index landete im Januar oder für Januar bei 53,5% und somit 2,3% niedriger als im Dezember mit seiner Zeit 55,8%. Damit lag der nicht verarbeitende Sektor immer noch bequem im Wachstumsbereich, aber eben mit weniger Dampf im Kessel. Bei den Teilbetrachtungen ergab sich beispielsweise bei den neuen Exportorders ein sehr merklicher Rückgang um 8% auf gerade mal 45,5%. Auch bei der Business-Aktivität bzw. Produktion gab es einen merklichen Temperatursturz um 5,6% auf, in diesem Fall aber noch mehr als 50%, nämlich 53,9%. Ja, einen merklichen Sprung gab es in jüngerer Zeit beim Euro. Gestern sprang die Gemeinschaftswährung auf über 1,11 $. Damit ging es also recht kraftvoll aus der Konsolidierung auf niedrigem Niveau nach oben in der jüngeren Zeit. Ich will da jetzt zunächst nicht allzu viel draus ableiten. Für mich läuft der Euro im langfristigen Chartbild in einer neutralen Zone oder neutralen Range. Aber wenn sich die US-Konjunktur weiter eintrübt, darf man natürlich auch ein Fragezeichen dahinter setzen, wie aggressiv die amerikanische Notenbank in ihrem Zinserhöhungskurs agieren oder ob man vielleicht sogar zurückrudern wird, was natürlich schon eine gewisse Blamage wäre. Ganz auszuschließen ist es aber nicht. Weniger Dampf im Zinserhöhungskurs der Fed impliziert tendenziell weniger Rückenwind für den Dollar oder andersherum ausgedrückt mehr Erholungspotenzial für den Euro. Erholungspotenzial hört sich ja gut an, aber vielen Unternehmen ist ein starker Dollar natürlich lieber als ein starker Euro. Jedenfalls erscheinen mit dem gestrigen Sprung beim Euro durchaus auch Eurokurse um etwa 1,13 bis 1,14 denkbar. Wechseln wir aber vielleicht mal von der Makrobühne auf die Mikrobühne und schauen auf zwei Unternehmensschlaglichter. Fangen wir mal im DAX an. Daimler meldete heute gute vorläufige Daten für das vergangene Jahr. Nie zuvor hatte man einen höheren Absatz mit 2,9 Millionen verkauften Fahrzeugen, was einen Anstieg um etwa 12% bedeutet. Der Umsatz ist sogar noch leicht überproportional dazu vorangekommen, nämlich um 15% etwa auf 149,5 Milliarden Euro. Und noch steiler aufwärts zeigte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Mit 13,5 Milliarden Euro lag es doch sehr klar über dem Vorjahreswert von 10,8 Milliarden. Den Aktionären will man eine Dividende von 3,25 Euro vorschlagen. Was hat man für 2016 in der Zielplanung? Dazu schauen Sie bitte in das Update, das ich heute schon auf unserer Website veröffentlicht hatte. Nächstes Unternehmen Schlaglicht GEA. GEA meldete sich mit vorläufigen Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr. Man schaffte im vergangenen Jahr einen leichten Zuwachs bei Auftragseingang und Umsatz, was durchaus positiv ist, denn es war ja durchaus auch ein anspruchsvolles Jahr. Der Auftragseingang lag mit 4.590,1 Millionen Euro, auch nur hauchdünn unterhalb des Umsatzes.
Das Ergebnis von Zinsumschlagen waren jetzt merklich schwächer mit 309,4 Millionen Euro und somit um 29,6% unter dem vorjährigen Vergleichswert. Die Aktie hat auf Monatssicht per gestern eine recht beachtliche Stärke gegenüber dem MDAX gezeigt. Gleichwohl müsste ich hier im Gesamtkontext heute noch nicht zugreifen. Ja, und damit sind wir beim Terminkalender angekommen. Hier Informationen von Börse Go. Angesetzt für heute war bzw. ist eine Rede von Mario Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Außerdem der EZB-Wirtschaftsbericht für die Eurozone, für die USA, typischerweise am Donnerstag die Information über die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfen. Auch soll heute berichtet werden über die Produktivität außerhalb der Landwirtschaftsbranche in den USA und über die Lohnstückkosten in den USA, sowie auch am Nachmittag unserer Zeit oder aber etwas später als die imminenten Informationen auch über den Auftragseingang in der Industrie. Außerdem heute viele Unternehmensmeldungen bzw. Zahlen. Ich greife vielleicht mal einige wenige Namen heraus. CompuGroup kann man hier nennen, oder CompuGroup Medical, besser gesagt, Credit Suisse Group, Daimler hatten wir eben schon, LinkedIn, Münchner Rück. Zu Münchner Rück schauen Sie vielleicht auch nochmal auf unsere Website in das Update hinein. Cemente kann man hier nennen und auch Vodafone Group. Abschließend zur Strategie muss man an dieser Stelle eigentlich gar nicht viel sagen. Natürlich kann sich der DAX auch mal etwas erholen, aber das Gesamtbild sieht gleichwohl angeschlagen aus und Sie können Ihr Pulver ruhig noch etwas trocken halten. Vielleicht fragen Sie sich, ob man in einer solchen Börsenlage nicht lieber gleich das ganze Portfolio räumen sollte. Schauen Sie doch zu dieser Frage vielleicht mal auf die Seite 1 in der neuen Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs, also in der heutigen Ausgabe. Und damit verabschiede ich mich für heute erstmal. Morgen wird es keinen Ticker geben. Schauen Sie doch gerne dann am kommenden Dienstag wieder herein an dieser Stelle. Ihnen guten Tag. Treiben Sie es nicht zu bunt. Ihr Walter Tissen.